So, willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongunz Jakob von den Frakta und ich bin in Clooney. Ich würde jetzt einfach mal Clooney aussprechen. Einfach auf Verdacht aus und hört sich. Gut, Clooney hört sich eigentlich ganz lustig an. A Tapped Out Adventure. Aber genau, da der Untertitel auf Englisch ist, gehe ich da stark von aus. Der Mann, der Schauspieler heißt ja auch George Clooney und nicht Georg Clooney. Hört sich aber lustig an. Es gibt ja also englische Namen, die kann man ja komplett übersetzen, weil es die englische, die deutsche Entsprechung davon gibt. Zum Beispiel Harry Potter wäre ja auf Deutsch Harald Töpfer. Ich kann da jedes Mal drüber lachen. So, keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Ich weiß bloß, dass es auf Steam ist und ich weiß, dass es kostenlos ist. Oder Free-to-Play, aber also bis dato sieht es einfach nach einem komplett kostenlosen Spiel aus. Nach einem Spiel, das mir... was? Was ist das für eine Sprache? Egal. Ja, der Hintergrund ist eigentlich ganz hübsch gemacht, optisch. Ich würde ja sagen, also es ist Side-Scrolling und es erinnert mich an Jump'n'Run, aber da scheint ein fetter roter Drache zu sein. Ich check's nicht. Ah, wir müssen ihn am Fliegen halten. Und Münzen einsammeln. Auf, schaff dich hoch. Meine Herren, die Schwerkraft wird nicht obsiegen über uns. Das ist ja... eine fette Hummel. Ja, wie soll ich da durchkommen? Ja, New Rocket, steck dir deinen Rekord. Okay, der fette rote Drache, der fast flugunfähig ist, lebt irgendwie in einem Waldgebiet. Das ist auch irgendwie doof. Evolution kann echt gemein sein. Also ich steuere gerade mit den Pfeiltasten. Ja, aber wie komme ich denn an dem Baum vorbei? Ach, Moment, kann das sein, dass der Stamm nur Hintergrund ist? An den kann ich vorbeifliegen, nur die Äste sind ein Problem. Also am besten an dem Spiel finde ich bis jetzt die Vertonung von dem fetten Drachen. Bleib doch mal in der Luft. Das ist eine Spezies, die kann doch nur auf der Scheibenwelt entstanden sein, wo die Magie der Evolution kräftig über die Flügel geholfen hat. Na, wir versuchen es mal. Ich glaube nämlich persönlich, dass... Das ist eine sehr ungenaue Steuerung an der Stelle. Aber ich habe den Verdacht, der an dem Stamm kommt mal vorbei, bloß nur die Äste sind das Problem. Ist echt nicht leicht. Ich glaube, dass das Fantasiesprache ist. Oder gibt es tatsächlich ein Volk, das so redet? Wenn ja, dann würde ich gerne mal Urlaub machen. Mensch, Drache, schaff dich doch mal hoch. So, jetzt, da kommt das Ding. Das wird nichts. Wir müssen ganz unten oder ganz oben vorbei. Wir ignorieren mal die Münzen. Ja. Du, das wird ja nicht einfacher. Aha! Och, Leute, echt jetzt?
fetter Drache. Bleib in der Luft oder stirb aus. Meinen. Also ich habe schon verstanden, dass das links unten meine Flugenergie ist. Und das mit dem Pfeiltasten nach oben drücken, er sich irgendwie... Das ist eine so unglaublich ungenaue Steuerung. Also der Frustrationsgrad ist hier enorm hoch. Scheiß Bäume! Nein! Ich war noch so weit! Ich mag nicht mehr. Das frustriert so saumäßig. Also so mir die Finger weh. Oh, jetzt kein Quatsch, mir tut wirklich die rechte Hand weh. So viele Spiele gibt es heutzutage auch nicht mehr, die man mit wilden Geklicke auf die Pfeiltasten bedient. Das geht echt ins... Also, mir tut jetzt wirklich hier so rechts außen der Arm weh. Faszinierend. Dieses Spiel kann aus ärztlichen Gründen nicht medizinischen ärztlichen Ratschlag heraus nicht empfohlen werden. Nein, Quatsch. Also, ich würde sagen, aufgrund meines Schmerzen Arms setze ich meinen Cut. Hatte ich auch noch selten, dass ich aufgrund körperlicher Einschränkungen nicht mehr... Gut, aber es frustriert auch wirklich saumäßig. Also, okay. Sagen wir mal, wir könnten davon ausgehen, dass uns das Spiel jetzt nicht mehr großartig überrascht, indem es plötzlich der Drache landet, entwickelt Panzerplatten, Geschütz und Ketten und wir spielen in roten, fetten Drachenpanzer. Fände ich persönlich viel besser. Ich glaube, das ist so wirklich so eine Art Jump'n'Run-Geschicklichkeitsspiel, wo man eben einen kleinen, fast flugunfähigen, fetten Drachen steuert. Durch wildes Gehämmere auf die Pfeiltasten Münzen einsammelt. Der Klassiker bei jedem Jump'n'Run seit Sonic. Wobei Mario hat ja auch Münzen gesammelt. Bei Mario hatte ich den Eindruck, den geht es mehr um die Pilze. Okay, ich würde sagen, wir setzen uns da Cut. Also, das ist Clooney. Wir wissen jetzt, dass das Spiel gibt. Wir wissen jetzt, wie es aussieht. Optisch finde ich das ganz hübsch gemacht. Die Hintergründe gerade so, das Grün, ach, die zeichneten Blätter, die Bäume. Das finde ich wirklich ganz hübsch. Das ist ein ganz hübsches Spiel. Vom Spielkonzept ist klar, was es ist. Haben wir jetzt ja gesehen. Etwas von der, also die Steuerung ist echt Pain. Ne? Die Steuerung ist echt Pain. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das Spiel auch von hier, von dieser Aufmachung hier mit diesem großen Knopf und sowas, ob das nicht vielleicht ein Mobile-Spiel ist. Und ob sich das dann auf einem Touchscreen nicht vielleicht wirklich deutlich besser spielen lässt. Das kann ich mir nämlich wirklich gut vorstellen. Wie auch immer, es goscht nichts, ist auf Steam, wenn ihr euch mal richtig frustriert, nein, eine Herausforderung sucht, ja. Drücken wir es positiv aus. Wenn ihr eine Herausforderung sucht, den roten, fetten Drachen ins Ziel zu führen, ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ich zocke jetzt trotzdem aber weiter ins nächste Spiel. Das heißt nämlich irgendwie Küstenwache oder so. Ich bin schon ganz gespannt, wie so ein Flitzebogen, was das für ein Spiel sein soll. Dementsprechend, ich wünsche euch was. Macht's gut, bis bald. Tschüss.